Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe von Jutge Desey. Ich kann Ihnen sagen, es geht wild zur Sache, die Woche. Also ich habe gestern mit einem wundervollen Menschen gemeinsam gesessen und ein paar vorbereitet. Es ist ja immer so, dass wir uns ein paar Sachen angucken. Also wir suchen ja nicht immer einfach nur so raus aus der ganzen Geschichte. Und meine Fresse haben wir ein Potpourri zusammen gebastelt für Sie da draußen, für diese Episode. Ho, ho, ho. Also, wir machen das natürlich so wie die letzten Wochen bzw. letzten Episoden. Wir suchen uns da ein paar Sachen, ein paar schöne raus. Und ich möchte Ihnen das gleich mal erklären. Folgendes spielte sich ab. Machen Sie die Augen zu, lauschen Sie mal in Worten und ich erkläre Ihnen folgendes Szenario. McLaurin, wunderschönes Auto, ganz toller Klang. Klingt wie eine Zwiebacksäge, hat so ein bisschen was von der Simson, von der Simson auf Steroide. Wir befinden uns in der wunderschönen Eifel. Es gibt in der Eifel einen ganz, 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 ganz besonderen Ort. Sehr viele Menschen mögen ihn. Und ich rede hier nicht von der Schleife. Nee. Wir befinden uns hier auf dem ganz normalen Rundkurs. Und dort, auf der Geraden, runter zur ersten Kurve, spielte sich folgendes Szenario ab. In der ersten Runde, sehr motiviert, passierte folgendes. Ich schieße ab den Flui. Binga Bongo Zongo Dongo. Was haben wir jetzt also hier gehabt? Wenn wir uns das jetzt mal angucken und wir schauen jetzt mal auf den McLaren. Ne? Wir gehen das einfach mal kurz ein bisschen durch. Der McLaren ist wirklich zeitig auf der Bremse. Also es sieht auch gut aus. Er lupft zwischendurch nochmal. Das war jetzt nicht so clever. Lupft nochmal mehr und geht dann nochmal rein und man sieht auf der Bremse, doch spielt er sehr, sehr verrückt und er ist schon, dadurch, dass er die Bremse löst, in Anführungsstrichen, etwas zu schnell und bremst zu spät und berührt auch hier vorne den Porsche. Bis dahin noch alles okay, aber der Porsche dahinter, der hat nochmal den Vogel abgeschossen. Also wenn wir uns jetzt mal den Porsche ansehen, sein Bremsinput kommt nach dem Start am normalen Bremspunkt, bremst voll an, was völlig in Ordnung ist, liftet noch mehr, bremst noch mal ein bisschen dazu, lässt noch mal los und kann sich nicht so wirklich entscheiden, was jetzt da Phase ist. Und rammelt natürlich volles Cartoon da rein. Also an der Stelle, manchmal ist es schlauer, die Lücke, die da ist, nicht zu nehmen. Also da ist eine Lücke, hier. Also ihr könnt ja hier theoretisch sich bei ihm mit einreihen und mit durchfahren. Aber manchmal ist es schlauer, sich hier einzureihen. Was er wollte, aber irgendwie nicht so wirklich umgesetzt hat. An der Stelle muss man sagen, der McLaren hat ja schon gut reingehalten hier an der Stelle, ne? Also da hat er schon das Auto sich rausgedreht. Leider kann man da jetzt nicht mehr sehen. An der Stelle. Also der Porsche hat quasi den Fehler von dem McLaren nochmal exponentiert und ein bisschen döller gemacht. Das ist Runde 1, einen Massencrash. Was gibt's denn dafür? Das ist übrigens Pause. Das sind 3 Tage Pause. Das sind 3 Tage Pause. Also da wird jetzt, da gibt's jetzt einen auf den Kopf. Es gibt 3 Tage Pause und dann gibt's noch obendrauf, einer ist eher abgezogen. Bis dato keine weiteren Vergehen auf dem, bei dem jungen Mann. Nope. Oder Dame. Fahrer. Also, 3 Tage Pause und ein Safety Rating abgezogen gekriegt. Plus noch ein Time Penalty von 20 Sekunden. Keine Auffälligkeit sonst. Man könnte auch die richtige Taste drücken. Ich quatsch mir hier einen ab und gestikuliere wie ein Wilder. Wollt grad den neuen Hammer nehmen. Damit kann ich nicht so doll ausholen. Wie machen wir das denn jetzt? Aua, das tut weh. Was habe ich denn hier gefunden, meine Damen und Herren? Da
Das Zepter ist zurück? Es hat sich wieder angefunden? Drei Tage Pause. Urteil gesprochen. Bamboozle. Der Flummi ist abgeschickt. Das können wir zu den Akten legen. Was haben wir denn als nächstes? Was spielte sich ab? Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren im Gerichtssaal. Da muss ich mir nochmal die Haare rücken. Also, folgendes Szenario spielte sich ab. Wir befinden uns an einem wunderschönen Ort in Italien. Sehr, sehr, sehr grün. Schön bewachsen. Zwischendrin nochmal hier und da so ein ganz kleines Fältchen Asphalt. Und man hört nur... Es ist sehr, sehr lang. Sehr lang asphaltiert. Man könnte wirklich meinen, man ist auf der A20 Richtung Mecklenburg-Vorpommern, fährt gegen Hamburg. Ungefähr so sieht das aus. Nur dass zwischendurch halt, sagen wir mal so, die Autos sind nicht ganz so schnell. Wir befinden uns in Monza. Jetzt denkt wahrscheinlich der ein oder andere, Dizzy, lang, gerade, asphaltiert, Monza, das wird doch bestimmt auch so ein Turn-1-Ding. Nein, nein, das wird nicht Turn 1. Lassen Sie sich überraschen. Wir sind definitiv hier auch nicht, ich wiederhole, nicht im GT3 unterwegs. Wir sind ausnahmsweise auch mal mit GT4s auf der Strecke. Und Folgendes hat sich abgespielt. Gucken Sie sich das bitte ganz genau an. Gucken Sie sich das ganz genau an, meine Damen und Herren, was sich hier abspielt. Wir sind hier übrigens in der Startphase. Das ist der Beginn eines wundervollen Rennens. Sie haben die ersten Eindrücke zu diesem Rennen bekommen. Nun möchte ich Sie einfach mal ganz kurz fragen, was denken Sie, wer hat denn hier wem die Akte vorgelegt? Wer hat hier denn wen bei der Staatsanwaltschaft angekreidet? Ich lasse das mal weiterlaufen, gucken Sie sich das nochmal an. It's not a game. It's a simulation. Und nun frage ich das einfach mal ganz raus, wer hat hier die Dreistigkeit besessen, das der Staatsanwaltschaft vorzulegen und auch im neuen System, wohlbemerkt, das eingereicht? Gelb oder grün? Der Weiße? Der hätte allen Grund dazu, könnte ich auch verstehen, aber nein, es war der Gelbe. Der Gelbe hat den Grün reportet. Wir haben ja immer hierbei ein Auftrag, bei dem wir Menschen auch was beibringen wollen. Nicht? Wahr. Pass auf. Du machst den Report. Und du möchtest den Report... It's not a game. It's a simulation. Du möchtest den Report also nun... Du nimmst ja alle Kameraperspektiven auf beim Reporten. Und dann guckst du dir das hier an. Und du siehst, neben dir, der Mercedes, macht ja immer mehr Platz. Also er fährt ja immer weiter rüber und rüber und rüber und rüber, bis er dann halt schon irgendwie fast auf dem Rasen ist. Also er weicht hier aus, er geht immer weg und du machst immer weiter rüber. Du lässt ihm ja gar keinen Platz. Und er ist ja neben dir, offensichtlich. Wir haben ja Reifen an Reifen. Ne? Also ich denke mal, darauf können wir uns alle einigen, dass das, wir sind nebeneinander. Ne? Und er macht immer mehr Platz und Platz und Platz und Platz und du fährst immer weiter rüber. So. Jetzt komm, pass auf, in deinem Kopf wahrscheinlich, naja, der hätte ja bremsen können. Und du siehst auch, dass er die Bremse aktiviert. Also er versucht sogar, dir deine Schandtat, die du da begehst, durchgehen zu lassen. Er bremst sogar noch. Dass du vorne weg, du fährst aber immer noch weiter rüber. Und du guckst dir das an und schickst den Report raus. Nun frage ich mich an der Stelle... Nach dem Aufnehmen aller drei Kameraperspektiven, wie man auf die Idee kommen kann, das zu reporten.
An der Stelle, für euch da draußen, ACC hat ein unglaublich schönes Radar. Und das ist sehr, sehr akkurat. Das befindet sich oben in der Mitte. Das ist oben so hier in dem Bereich befindet sich das. Und das ist sehr, sehr akkurat. Und du kannst dort sehen, du kannst dort wirklich sehr gut sehen, wo die Autos sind. So, an der Stelle, du hast hier drüben hast du noch genug Platz. Hier, da kannst du theoretisch nochmal ein halbes Auto kannst du darüber fahren. So, du hast einen Spotter, der dir das auch ansagt, dass links neben dir ein Auto ist. Du musst das nicht machen. Also du musst nicht dieser Fahrer sein, der auf Biegen und Brechen seinen Willen durchsetzen muss. Spiegel lassen wir außen vor, Max, weil nicht jeder hat ein Triple Screen oder Ultrawide, dass er den Spiegel sehen kann. Ne? Also das lassen wir mal außen vor. Wir gehen mal davon aus, dass wir 4:3 Röhrenmonitor gefahren wird. Wir gehen immer vom schlechtesten Fall aus. Und was mich jetzt an der Stelle noch interessiert, ich möchte auch noch den Text dazu lesen. Hier steht, I was squeezed on the left when I hit the grass. The car lost control. I couldn't go anywhere. I also opened a report for the same incident. Das hat der Mercedes geschrieben. Jetzt kommt die andere Nachricht von der schnellen Auslieferung von Burger King. My start was better. I was already past him and he just hit me in the back, which cost me my whole race. There was plenty enough room for him to brake and back off and probably catch me later anyways. Tut mir einen Gefallen, Leute, wirklich. Es ist in Ordnung, Menschen zu reporten und es ist auch vollkommen in Ordnung, Fehler zu machen. Wenn ihr an dieser Stelle sowas habt und ihr nehmt auch, also ihr entscheidet euch wirklich dazu, jemanden zu reporten, schaut euch bitte die eigenen Videos nochmal an. Weil das, was hier gerade geschrieben wird, zeugt halt nicht davon, dass sich jemand auch das Video dort angesehen hat, was er aufgenommen hat. Denn das, was dort geschrieben wurde, stimmt nicht. Und du sagst auch nicht zu jemandem, dass du ihn gepasst hast, wenn Reifen, also Hinterreifen, an Vorderreifen ist. Weil dann bist du da nicht vorbei. Das ist nicht vorbei. Vorbei heißt, da ist Luft dazwischen. Da ist mal nichts. Okay? Mach das bitte nicht. Weil das ist wirklich verschwendete Zeit. Und es ist also verschwendete Zeit für dich selber, verschwendete Zeit für Leute, die sich damit befassen müssen. Das sind Dinge, die können passieren, aber denk bitte darüber nach, was ihr macht, okay? Und egal, ob dein Rennen jetzt versaut ist oder nicht, solltest du zumindest dir die Mühe machen, dich hinzusetzen, dir das Material anzusehen und einen vernünftigen Text zu schreiben. Weil das hier ist eigentlich eine Beleidigung für den Mercedes-Fahrer, der wirklich alles gegeben hat, um das zu vermeiden. Und ihm dann noch die Schuld in die Schuhe zu schieben, finde ich sehr respektlos an der Stelle. Also, no further action. Da machen wir natürlich nichts, weil was kann der Mercedes dafür? Der kann nichts dafür.